Erster Satz. Schlagähnliche Geräusche umlaufen akustisch das Publikum. Ich verlese einen Kommentar dazu. Zweiter Satz. An dem auf der Bühne befindlichen Steuergerät ist eine Lichtreihe montiert, die dem Sänger seinen Einsatz signalisiert. Diese Lichtreihe ist mit einem binären System entwickelt und liegt da. Der Sänger kriegt irgendeine Tonfolge von 2 hoch 8 mal 8 Taktenlänge. Die Sänger erhalten den zu singenden Ton über Kopfhörer zugespielt. Die Elektronik schaltet die Signale perkussiert, das heißt schlagzeugähnlich, auf den Verstärker. Dritter Satz. Jeder Sänger hört über seinen Kopfhörer ein eigenes Taktsignal, das er in kurze Laute übersetzt. Vierter Satz. Die Sänger singen langgezogene Töne, die sie von einer über die Kopfhörer eingespielten Grundfrequenz ableiten. Der Zufallsgenerator greift die einzelnen Töne ab und verteilt sie auf die 4 Raumlautsprecher derart, dass nur immer ein Lautsprecher zu hören ist. Die Töne werden erst im Bewusstsein des Hörers zu einem zusammenhängenden. Fünfter Satz. Jeder Sänger erhält von der Elektronik einen Takt zugespielt, der um ein Achtel von dem des Partners versetzt ist. Dies ermöglicht in Summe vokale Tonabläufe in hoher Geschwindigkeit. Das Ganze wird kontrapunktiert mit Infraschall, einem akustisch und körperlich wahrnehmbaren Klangvorgang, der an ein Erdbeben erinnert.
Thank you.
Thank you.
The bottom.